Willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Area of Sorrow und ich frage. Nein. Ich bin voll geheilt. Ich wollte schon X drücken und so. Die Knöpfe sind gar nicht belegt. Anscheinend geht's hier nicht weiter. Da müssen wir. Ich hoffe, dass das nicht allzu lag, nur weil ich gerade nebenbei noch ein bisschen renne. Aber anscheinend doch. Was habe ich jetzt wieder bekommen? Oh Gott! Warum verwechsel ich die Knöpfe immer noch? Dann halt hier oben weiter. Ja, du Knochenmensch. Meine Knochen sind stärker als deine. Und ich frag mich, wann ich mal lerne, die richtigen Knöpfe zu drücken. Dummer Knochenmann. Was bringen eigentlich nochmal die Herzen? Die füllen mir kein Leben auf, oder? Ich habe jetzt einen Schaden, mal gucken, was beim nächsten Herz so ist. Nö, anscheinend nicht. Und ich glaube... Nein, nicht Item Use. Nein, auch kein Equip. So. Ja, warum? Darum! Damit er jetzt endlich weg ist und ich keinen Bock hatte, irgendwas zu gucken. Warum habe ich... Moment. Warum habe ich eigentlich Bett 2? Ist das denn verstärkt oder wie? Moment, das probiere ich jetzt mal aus. Nein. Keine Ahnung, wie es vorher war. Also, ich sehe doch gerade keinen Unterschied. Ja, Skeletten bitte. Danke. Nicht lenken. Das wäre noch besser. Was? Wieso habe ich keine MP? Achso, habe ich eben ehrlich alles verbrannt? Verbrannt, genau. Benutzt? Ich frag mich jetzt ehrlich, wozu diese Herzen gut sind. Ja, gehen wir mal hier durch. Scheiße! Nö! Nein! Komm, MP, lad auf. Lad schnell auf. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn die MP voll aufgeladen sind. So, kein Wunder, warum da unten Speicherpunkt war. Und die Leute, die zuerst nach oben gehen, die haben natürlich Pech. Aus. Aus! Wow! Au! Wow, das macht... Stirb einfach. Eieiei, das ist nicht gut, der Gegner. Ich gehe da auch immer noch hin. Was soll der Kack? Nein, au. Der Knochen hat den zweimal getroffen. Cool, was ist das? Alles mal kurz wieder hoch. Ach, das ist meine HP-Zahl. Cool. So, ich bin Level up. Gut. Kann ich wieder zurück? Wenn, würde ich nämlich gerne nach oben hin. Du Scheißdreck. Falscher Knopf. Autsch. Stimmt ja. Ah, oh, stimmt ja. Die Echsen, die sind ja doppelt. So, nicht laggen, danke. Du bist scheiße! Das trifft mich. Puh. Nein! Hör auf! Aus! Aus! Okay. Da waren nur Herzen drin, da oben komme ich jetzt anscheinend nicht weiter. Naja. Toll. Habe ich mal eben so keine neue Fähigkeit und so. Dafür gehe ich jetzt nochmal hier lang und ich mache doch nochmal diesen Speer rein für diese Gegner hier. Dann springen und dann, egal. Oh, wie ich diese Knöpfe einfach nur verwechsel. Stirbt einfach. Kein Bock auf euch. Ihr seid sowieso mit einem Schlag tot. Wozu die Herzen gut sind, keine Ahnung, also sammelt sich sie nicht ein. La la la, ciao, 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 ciao. Ich speichern tun. Ja, natürlich, nur wegen dem Leben. Und dann auf jeden Fall, dass ich unterwegs nicht so viel verlieren werde. Was bei diesem Leck schon ein bisschen komisch sein kann. Nein, nein. Es
hat denn nein? Jetzt habe ich schon was verloren, Alter. Nur weil ich wieder diese ganzen Knöpfe vertauscht habe. Stört. Theoretisch könnte ich hier immer hin und her gehen und leveln. Wie viele Erfahrungspunkte bringen die? Keine Ahnung. 60 bin ich nicht A, B. Genau. Deswegen habe ich doch aus. Genau, deswegen habe ich es doch mal umgesetzt. Skeleton Boss, ne? Genau. Und ich frage mich, ob das nur vom Schaden her dann einfach mehr macht. Jetzt sind hier. War hier nicht eben noch der Boss? Hm, naja, warte mal. Nein, ich sleep. Nach oben, du! Genau, immer nur noch Gravekeeper. Moment mal, den hätte ich benutzen können. Ich weiß noch nicht mal, dass der existiert. Ich will wissen, was das für ein Ding war, was ich bekommen habe. Auf jeden Fall nichts Neues von dem. Na, was war das für ein Ding? Ich habe keine Ahnung, oder hat es mich nur geheilt? Karte! Fledermäuse! Castle Map 1. Und ich gehe erstmal nach oben. Nein, ich gehe erstmal rechts. Einfach mal weiter. Toll, ein Speicherpunkt! Wozu? Nein. Du Vieh, ich glaube, ich mag dich nicht. Okay. Dann. Was auch immer da drin ist, ist. Fische! Warum kann ich nicht aus dem Wasser springen? Also, wirklich. Geht doch, warum jetzt auf einmal? Und du solltest nicht hochwerfen. Toll, aber ich habe den Fisch damit gekillt, also. Gute Arbeit. Ich will jeden Gegner mitnehmen. Oder auch nicht. Cool, was ist das? Flying Armor! Falling Speed slows down. And Jump Distance increases. Was? Nochmal. Nein. Das? Hä? Was? Was zur Hölle? Ich dachte, damit kann. Oder ist das permanent an und so, dass ich jetzt wieder springen kann oder was auch immer das war? Kann ich eigentlich tauchen? Anscheinend nicht. Oder ich bin. Du lebst noch? Stirb! Geht doch! Dass ich dir einfach nicht wirklich treffen kann. Da war aber noch ein Fisch. Stirb. Was? Level up? Cool. Ich achte eigentlich nicht aufs Level. Bringt mir ja eh nur mehr HP. Wozu soll das? Ich mal wieder einfach die Knöpfe verwechselt. Ja, ich glaube, man kann bis schon ein bisschen höher springen. Ich bin mir noch nicht sicher. Dann sage ich einfach mal, speichere ich nochmal. Ich glaube nicht, dass ich den Part dann beenden werde. Weil es waren noch 20 Minuten, glaube ich. Und dann gehen wir doch einfach mal weiter. La 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 la, stirb. Stirb. Ah, stirb. Verdammt nochmal. Du auch. Cool, der hat ihn sogar auch zweimal getroffen. Ist dann oben noch einer, da ist ein Rabe, ich hasse die. Jedenfalls mag ich die nicht. Geht doch! Warum nicht gleich? Schon wieder einer. Ach, die sind ja nur mit einem Schlag tot. Okay. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Weh, das kommt jetzt nochmal. Das wäre total scheiße. Komm. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Diesen Schritt musste ich irgendwann im Kampf in Bossen benutzen. Zum Beispiel bei dem eben hätte es mir das Leben vereinfachen können. Hat es eben das Ganze hier kaputt gemacht? Hä? Oder was? So. Was? Wieso komme ich da nicht hoch? Oder muss ich doch irgendwie. Nein, ich glaube.
Da war doch irgendwas mit höher springen und so. Nein, knapp will ich nicht. Gegner, nein, auch scheißegal. Ich verstehe es nicht. Vielleicht einmal wechseln, vielleicht kommt dann irgendwann hoch. Oh Gott, muss man erst hier rauf. Und dann nochmal die ganzen Gegner besiegen. Cool. Archer. Was kann der denn schön? Bin ich sogar falsch. Hier war das. Archer Fires Enchant Arrows. Mal gucken. Das hat doch so um die 33 Schaden gemacht und das hier macht sogar ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Also behalte ich den mal drin. Vor allen Dingen, weil ich das machen kann. Hey! Geht doch. Wow, 45. Das war zu niedrig. Wieder zu hoch. Ey, du! Nicht durch den gehen! Ihn treffen! Nein, der. Vergiss es. Mein Gott! Den triffst du jetzt aber nicht. Gott. Stirb! Umdrehen. Danke, Blue Crow. Was soll das denn jetzt? Blue Crow, da bist du. Attack flying cross at enemies. Was? Das muss ich sehen. Ah, cool. Mal gucken, wie viel Schaden das macht, aber ich habe keine MP dafür. Und ich frage mich immer noch, wie ich das hier schaffen soll. Das kann ich nicht in der Luft benutzen. Nein! Ich bin ratlos. Vor allen Dingen, weil es keinen anderen Weg gibt, oder? Egal. Dann muss man mal gucken, wie ich das anderweitig machen kann. Oder wohin ich erstmal noch sonst kann. Runter, das wäre schön. Runter, nicht nochmal dasselbe. So, unten war noch eins mit Schwimmen, aber da konnte ich nicht tauchen, oder? Oder ich weiß einfach nicht, wie das geht. Das macht nicht so viel Schaden, aber AE-Damage. Das tun die anderen auch, also. Ich habe am liebsten immer noch... Nee, meine Bohnen. Ja, meine Bohnen. Bones, so. Gott. Ich nenne das auch schon sonst noch Bein. Ja, genau. Stirb einfach. Und nerv nicht. Sonst gab's hier doch noch was. Keine MP, nein. Komm, einen gezielten kannst du doch noch hinbekommen. Oder du gehst hin. Ja, fragt mich nicht, warum das immer wieder passiert. Mit, ich kann nicht mehr weiter aufnehmen und so, keine Ahnung. Und Select war die Karte. Und was sind die roten Räume? Will ich jetzt nochmal Speicherräume sind das? Gut, da unter was komme ich nicht vorbei und am Anfang ist sonst sowas. Und hier oben komme ich auch nicht nach oben. Was soll der Kack? Moment mal, diesen ganzen Raum da ganz unten. Was ist das bitte? Und da war ich schon, da bin ich total durch und so. Was war denn da? Egal, ich gehe jetzt erstmal ganz nach vorne. Und ich habe die Knöpfe verwechselt. Stirb. Stirb nochmal. Du stirbst auch. Du auch. Meine Frage ist jetzt, da ich nochmal Skeletten habe, ob meine Knochen jetzt stärker sind. Und trifft keiner. Wollt ihr mich verarschen? Ach, was hat getroffen und ich habe nicht gesehen. So, hier war der Speicherraum. Jo. Trifft keinen. Das ist immer toll. Wohin muss ich jetzt? Vergiss immer wieder. Nach oben erstmal. Ach, schön. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt mehr Schaden macht. Weil... Es ist zwar eine Zweihänder, aber ich habe keine Ahnung. Ihr stirbt jetzt mit einem Schlag, und zwar beide.
Bock mehr auf euch. Bringt sowieso nur eine Erfahrung. Stirb, stirb. Stirb. Nochmal. Geld. So, Geld könnt ihr von mir aus immer da lassen, aber nicht einfach nur so verrecken. Ach, von Zombies bekomme ich ja auch noch eine Ability. Warum, ja, hier kann man hoch, aber ich komme da nicht rauf und Doppelsprung geht nicht. Ich will mich verarschen. Ja, genau hier ist das. Toll. Sie hat gesagt, wir kommen zurück. Ist das nicht toll? Und warum skippe ich das? Könnte normal zum Dings gehören. Ich habe gerade keinen Bock vorzulesen. Ja, ich habe keinen Bock vorzulesen. Komm, ich glaube, das gehörte jetzt dazu. Das ist scheiße, also... Gott. Sieht das jetzt einfach mal so... Nein, das finde ich jetzt mies von mir, weil das, glaube ich, zur Story gehört und so. Ich habe nur gerade irgendwie keinen Bock vorzulesen. Ich weiß nicht. Tut mir leid, Leute. Ja, ich passe auf mich auf. Oh, Leute, stirbt einfach und droppt Geld. Und keine Kleidung, die ich schon habe. Genau, macht mir 3 Schaden. Oh, Gott. Stirb! Kill ich jetzt. Jedes Mal, wenn mich irgendwer trifft, kill ich 3 extra Zombies, Mann. Ihr nervt. Außerdem will ich eure Ability, falls es überhaupt bei euch eine gibt. Ich kann ja sowieso nur aus Blut wieder aufstehen. Wäre gut, wenn ich das auch könnte, aber stirbt jetzt einfach. Stirbt verreckt und droppt irgendwas. Den kill ich noch, den auch und ja, das war's. Dann ist jetzt meine Frage, wo ich wirklich jetzt hin muss. Dann gehen wir doch einfach mal wieder hier runter. Wo ist das? Das ist dieser Raum da. Okay. Falscher Knopf. Wie ich das liebe. Gut. Warum gibt's hier eigentlich nichts? Oder ist das so wie in Super Castlevania 4, dass man Wände hauen kann und dann vielleicht da was ist? Ich meine, diese Ecke da scheint für mich... Moment, hier war dieses lange Wasserlevel. Nein, Fische aus. Ihr trifft mich nicht nochmal. Und was war denn... Oh oh, bin ich zu früh gesprungen. Egal. Ah, das hier, da komme ich auch noch nicht hin. Toll. Ja, und da müsste es eigentlich jetzt noch einen Weg runter geben. Na toll, der ist auch unter Wasser. Ich muss tauchen. Na toll, bin ich umsonst gegangen. Dafür müssen jetzt einige Fische sterben, falls ich gut genug bin. Stirb. Stirb. Danke. So. Oh, das hat sogar funktioniert. Unnötig noch eingeworfen. Stirb. Cool. Gut. Du stirbst auch. Ich sag, du stirbst auch. Du stirbst jetzt. Oder jetzt. Oder jetzt. Oder. Warum treffe ich den nicht? Geht doch. Gut, noch ein Fisch. Ja. Geht doch. Und ja, gut. Dann darf ich mir jetzt ausmachen, wo ich jetzt als nächstes hin darf, oder wie? Falscher Knopf, falsche Richtung, das ist doch alles perfekt. Ich meine, was will man mehr? Yay, Ability, Tiny Devil. Late Vortex? Boah, ich glaube, das klingt geil. Tiny Devil. Boah, verbraucht das MP. Boah, das ist geil. Oh, aber es verbraucht MP. Und ich habe gerade keine mehr, sehe ich gerade. Das ist scheiße. Ich will mehr MP haben. Gut, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ja. Genau, nervt man nicht. So, Speicherraum, da heile ich mich mal kurz auf. Und gehe nochmal nach oben hin. Oh, komm. Wow, das macht auch ordentlich Schaden. Und er sagte was auf Japanisch, was irgendwas mit Schwert heißt, aber mehr weiß ich nicht. So gebildet bin ich nun auch nicht in Japanisch. Oh, komm, Leute, stirbt einfach. Nein, falscher Knopf.
Was? Das macht aber wenig Schaden. Braucht noch mehr MP als das andere. Da oben kann ich ja nicht weiter. Ja, hier stirbt man wieder mit einem Schlag. Ich frage mich, kann ich ein Level up bin bei dem, was ich auf dem Weg gekillt habe. Toll, noch 45 Kills. So, jetzt wäre meine Frage, wohin als nächstes, aber mehr im nächsten Part. Ich glaube, ich gehe irgendwie nochmal nach unten hin und gucke mir nochmal an, ob da noch irgendwas ist. Aber wenn, dann speichern wir jetzt mal hier und beenden den Part. Bis zum nächsten Mal.